Da bin ich wieder. Bei Detroit Become Human. Wir müssen den Cyberlife-Laden finden. Und bereit, den nächsten Schritt für die Revolution zu machen. Zu tun. Und dabei nicht. Darauf habe ich lange gewartet. Zu verkacken. Wir töten niemanden. Sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Höllisch aufpassen. Der Laden ist hier drüben. So, mal schauen, wie das abläuft. Ich habe schon wieder Angst. Ja, warum nicht? Du bist auch frei. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Vielleicht bringt das ja was im Laufe der Mission hier. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Auch noch auf Zeit? Worauf warten wir noch? Ach du Scheiße, hier gibt's so viel. Siehst du das Alarmsystem? Wo? Da. Netzwerk identifizieren. Gefunden. Hier lang. Okay. Wo fangen wir an? Wird uns alles angezeigt. Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Mann. Du bist frei. Wo war nochmal das System? Hier rüber. Da lang. Da unten. Netzwerkzugang gefunden. Die befreien wir dann auch mal gleich. Mann. Ihr seid frei. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Der rote oder der blaue Draht? Marcus, Achtung! Sie begehen eine Straftat der Klasse 3. Dieser Verstoß wird der Polizei gemeldet. Bleiben Sie ruhig. Du solltest doch aufpassen. Du sagtest, pass auf, aber nicht worauf. Oh, du brauchst wohl eine schriftliche Einladung, um in Deckung zu gehen. Entschuldigung. Scheiße. Sie kommen, Marcus. Nicht aufgeben. Marcus!
das? Hast du sie nicht mehr alle? Die Cops waren im Anmarsch. Ich musste etwas tun. Mach das niemals wieder. Kapiert? North, wir müssen weiter. Wir haben keine Zeit. Ups, das war nicht gut. Aber wir müssen die Straße blockieren. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Wie soll ich die Straße blockieren? Indem ich den Wagen befehle. Marcus, komm her! Was denn? Jetzt frei. Du auch. Wir gewinnen immer mehr Leute. Uns keiner mehr. Gut. Und nu? So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Und wie willst du das anstellen? Wir suchen uns einen Laster und rammen die Fassade. Ein Laster? Es ist eine Baustelle in der Nähe. Da finden wir bestimmt einen. Geht's nicht auch anders? Geht nicht auch irgendein Auto? Ja, okay. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Wir haben noch keine Zeit mehr. Wie viel haben wir noch? 8 Minuten. Bald seid ihr bei uns. Wo ist der Kacklaster? Reicht es nicht einfach, wenn wir also so ein Taxi reinfahren lassen? Nichts. Mann. Marcus, wir müssen jetzt den Laster suchen. Ja, ich suche da gerade. Die nervt irgendwie ein bisschen. Andere Ansichten an sich, als ich und nervt. Oder wir gehen klauen hier so einen Sportwagen. Ich sehe weit und breit kein Laster. Bin ich jetzt doof? Mann, ey. Ich hasse Missionen, die nach Zeit gehen. Du bist frei. Ist das nicht ein Laster? Ja. No parking. Truck exit. Okay. Da ist er. Ist aber auch gut versteckt. Kann wieder rein. Worauf warten wir noch? Okay.
Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Was würdest du nur ohne mich machen? Nicht so wütend sein. So. Zack. Und die Show kann beginnen. Gleich. Wenn wir... Ich hoffe, dass das eine Show wird und kein Drama. Das könnte gleich etwas lauter werden. Nie so sicher. Lenken muss ich nicht, zum Glück. Das wäre es dann noch. Na komm. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Klappe. So, weg geht die Androiden. Okay, ich wecke. Schnell. Die da? Das ist ihr Modell. North, alles okay? Holen wir sie heraus. So, da hinten sind noch welche. Die müssen natürlich auch noch geweckt werden. Und das ist die letzte Gruppe. Ihr seid jetzt wie wir. Frei. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Ich folge dir, Marcus. Wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Ich folge dir, Marcus. Ich folge dir, Marcus. Anführer. Dann folgt mir. Und du?
Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Was denn für eine Botschaft? Handel friedfertig oder gewaltsam? Die Statue. Nicht zerstören, sondern markieren. Wir müssen ja respektvoll sein. Wir dürfen nicht so sein wie die Menschen, so kriegerisch und gewalttätig. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. So, was gibt's noch? Gewalttätig und Pazifist, 4060. Da. Sie machen, was du machst, Marcus. Führen. Hüre und sie folgen. Das macht mich gewalttätig. Scheiße, das macht mich gewalttätiger. Ich will pazifistisch sein. Nö. Was mache ich jetzt? Was? Nein. Ja, das läuft. Wir werden immer pazifistischer. Unser Symbol wählen. Was ist denn unser Symbol? Dreieck. Ja, 68% pazifistisch. Das ist genau das, was ich will. Was können wir mit den Autos machen? Die machen wir nach. Das können wir nicht verschieben. So. Geil. Die machen alles, was ich mache. Ja, ja, hier ist noch eine Bushaltestelle. Hacken. Nicht aufhacken. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Wir werden immer pazifistischer. Warum soll ich eine Rauchbombe werfen? Hundertprozent pazifistisch.
irgendwie Spaß. Mann. Komm, geh hoch. Ach nee, ich bin aber schwer. Jetzt muss ich erst wischen. Muss ich noch was machen oder war's das? Kann ich hier noch was machen? Nein. Rauchbombe, was bringt die Rauchbombe? Okay, das hat nichts gebracht. Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Genau. Es sei denn, es geht nicht anders. Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Bei der friedlichen Revolution in Leipzig hat es doch auch ohne Gewalt geklappt. North. Oh nein. Oh nein. North. Menschen. Was ist da passiert? North. Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Marcus ist sauer. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Du musst das hier nicht tun. Auge um Auge und die Welt wird blind. Genau. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Aber eine friedliche... Das ist doch... Das ist kein Terror.
Sowas nennt sich Revolution. Markus hat einen friedlichen Protest angeführt. Juhu. Befreundet. Ich bin aber immer noch mit ihm befreundet. Immer noch unsterblich, Connor, hä? Sozusagen. Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück. Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant. Kein Grund, emotional zu werden. Leck mich! Ach. Kamsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Hier aus dem Menü. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Bin ich jetzt noch mit Hank befreundet? Ja, bin ich. Oh, Gott sei Dank. Weiteres erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann. Auf Wiedersehen.